so, dass ich Ihnen dann mal eine andere Facette der Telekom hier mitbringe. Das ist ja, sind ja auch nicht die 5G-Leader-Days oder die Cloud-Leader-Days, das sind ja die Data-Leader-Days. Also möchte ich auch was zu Data, sagen. Leitgedanke der Telekom Data Intelligence Hub wird eine neue Art von Infrastruktur von uns sein, die im Moment probehalber schon mal am Netz ist. In der Tüte gesprochen, ein offener Datenmarktplatz mit einer angeschlossenen KI-Werkstatt und einigen Extras. Also wenn Sie die 20 Minuten jetzt noch dabei bleiben und mir schön zuhören, komme ich auch zu den Extras nachher. Aber fangen wir erstmal mit einer Frage an. Wo überall entstehen eigentlich Daten? Da habe ich meinen Kollegen, ich weiß gar nicht, ob was Cloud oder sowas, einen Film geklaut, um das Wortspiel zu bemühen, und ich möchte jetzt gar nicht den Werbefilm vorführen, sondern gucken Sie einfach mal, wo da überall Daten entstehen. Wer Spaß hat, kann auch mal mitzählen und dann gucken wir mal, ob wir auf zur gleichen Summe kommen, und jetzt entscheidet sich, ob wir den Film sehen oder nicht. Schauen wir mal. Also zu unserem Marketing, die wollen Ihnen was anderes verkaufen, will ich heute nicht, bin ich vom Marketing. Aber da, haben Sie gemerkt, wo überall Daten entstehen? Wie viel haben Sie da? Haben Sie was gezählt? Hat einer mitgezählt? Nicht. Ich auch nicht. Habe ich nicht mehr geschafft, weil die Antwort ist aus meiner Sicht überall. Also alles, was Sie da gesehen haben, egal ob es Handeltransport ist, Lichter, die an- und ausgehen, das erzeugt heutzutage alles Daten. Das ist, und die sind teilweise auch immer mehr vernetzt, überall stecken Sensoren drin. Die Daten sind nicht mehr in den SAP-Systemen und den BI-Landschaften des CIOs allein versteckt, sondern tropfen sozusagen aus allen Dingen. Gucken Sie mal auf Ihren Stuhl, vielleicht ist da ein Sensor drunter und der weiß, wie schwer Sie sind und ob Sie schon Durst bekommen. Also aus immer mehr Assets kommen Daten und alle diese Assets wollen irgendwie verbunden werden. Ne? Sonst kann der Stuhl ja nichts senden, deswegen kommt die Telekom da rein. Und darüber liegen ja normalerweise, wie heißt das heutzutage, Internet of Things, IoT-Plattformen. Und die sammeln die Daten, die werten die aus, können auch BI-Plattformen sein, stehen normalerweise heutzutage in der Cloud. Und dann haben wir die ganzen Daten, die Sie ja auch bei Otto verarbeiten, verfügbar. Und dann ist die Frage, was mache ich denn jetzt damit eigentlich? Wir haben heute schon viel darüber gehört, mit Use Cases, was mit den Daten gemacht wird. Und ich will das auch gar nicht so sehr erweitern, aber im Prinzip zeigen Ihnen die Daten, was war. Das hatten Sie auch schon dargestellt. Also was ist die Vergangenheit, was ist gewesen? Oder wenn es Realtime ist, was passiert gerade? Kann ich so Condition Monitoring, so Schwellwerte einbauen, sag mir, wenn die Temperatur bei meinem Container über eine gewisse Gradzahl steigt. Auch das hatten wir schon. Und es hilft mir auch, in die Zukunft zu blicken, wenn ich KI und Machine Learning Methoden anwende. Immer in den Kontextschranken, die Sie ja wunderbar herausgearbeitet haben. Geben wir ein Beispiel.
Das ist ein Containerschiff, soll eins sein, das von Shanghai nach Hamburg fährt. Das ist ein Linienschiff, fährt 30 Tage, aber hat es immer wieder verspätet. Also wer immer im Handel ist, wird das oft, ja, bekommen Sie ja viel aus der Ecke zum Beispiel. Und von daher wäre es für Sie schon interessant, vorher zu wissen, hat das Schiff jetzt, wenn ich heute eins ablegen lasse mit meinem Container, mit der, was haben wir, November-Kollektion, ne? Also ist die dann voraussichtlich pünktlich oder eher 20 Tage zu spät oder 6 Tage, das kommt gar nicht so schlecht, so selten vor. Wir haben historische Daten verwendet und unsere Data-Analysten haben ein Modell daraus gemacht, um mal eine Vorhersage zu machen, so als Versuch, und konnten dann vorhersagen, wie die Verspätung sein wird, aber nur mit einer Trefferquote von so 60%, weil viele Daten haben wir nicht bekommen. IBM hat Wetterdaten zur Verfügung gestellt, vielen Dank an IBM. Oder haben wir da was für bezahlt? Auf jeden Fall vielen Dank, es hat jedenfalls funktioniert. Aber die Reedereien haben gesagt, ihr wollt Daten von mir auf keinen Fall. Die Häfen unterwegs auch nicht. Suezkanal, Daten, ja, haben wir alle, aber wieso? Ne? Wir sagen, wir bezahlen Geld dafür, bekommen sie trotzdem nicht. Also es wäre für den Algorithmus hier toll gewesen, wenn wir viel mehr Daten hätten, dann hätten wir nämlich einen, sag mal, wertstromrelevanten Service erzeugen können, der nämlich vorhersagt, ziemlich genau, wie verspätet das Schiff, das heute ablegt, sein wird. Anderes Beispiel, die Luftqualität in Städten wird immer interessanter und da gibt es das Ansinnen, so eine Luftqualitätsvorhersage zu machen. Also wenn ich jetzt eine Hafenstadt bin und ich wüsste, wann dieses Containerschiff anläuft, wäre das zum Beispiel auch ein Datum, was mir diesen Luftqualitätsalgorithmus besser machen würde. Nur ein Beispiel, dass auch ganz andere, also nicht nur Handel oder Häfen, sondern dass auch so eine Stadt zum Beispiel an Daten ihres Umfeldes Interesse hat. Ne? Reichen 5 Spritzgussmaschinen für einen guten Predictive Maintenance Algorithmus, habe ich mal mit unseren Data Scientisten besprochen, haben die, wussten nicht, ob ich sie ernst nehme, also haben ein bisschen geschmunzelt und gesagt, 5 Maschinen, na, selbst wenn du da Jahre hast, das wird nicht vernünftig, wir geben mal 15 oder 50 oder vielleicht auch 100, das wäre was. Die meisten, die solche Maschinen allerdings betreiben, haben nicht 100, die haben eben, was weiß ich, ein halbes Dutzend oder auch ein Dutzend, je nachdem, wie groß die Produktion da an der Stelle ist. Und die bekommen aus ihren eigenen Daten überhaupt keinen vernünftigen, obwohl sehr wertvoll für sie, Anomalie-Algorithmus oder Predictive Maintenance-Algorithmus trainiert. Aber die andere Firma hat auch nochmal 5 und Sie, sehe ich Ihnen an, Sie haben 50. Also von daher, wenn die Daten zusammenschmeißen würden, hätten Sie alle zusammen einen viel besseren Algorithmus. Tun die aber nicht. Warum nicht? Das ist der Wettbewerber. Der kann doch nicht meine Produktionsdaten sehen. Das wird also nicht passieren. Das heißt, wir haben sehr viele eigene Daten, könnten noch viele aus, sage ich mal, ziemlich besten Freunden, Nachbarbereichen oder auch aus dem Wettbewerb gebrauchen, zu bestimmten Zwecken, aber es passiert nicht. Wenn wir Daten als Rohstoff sehen, dann bleibt dieser Rohstoff ungenutzt in den eigenen Tresoren liegen. So, das ist auch volkswirtschaftlich unbefriedigend. Also, wir merken, KI braucht mehr Daten, das hatten wir vorhin schon mal. Wer hatte das geantwortet? Sie waren es, glaube ich. Ne? Also, wie viele Daten brauchen Sie? Am liebsten ganz viele. Teilen, tauschen, monetarisieren wäre eine Quelle davon, aber, haben wir ja gerade gelernt, bleiben die bei den Tresoren, ist gefährlich. Daten woanders hinzugeben, ist so eine Sache. Schade um den Rohstoff. Denn die Nachfrage entsteht in allen möglichen Branchen. Nicht in Smart City hatte ich ein Beispiel, Logistik hatten wir ein Beispiel, Automotive, Manufacturing, aber auch Retail hätte ich hier drauf nehmen können. Auch Finance und Versicherungsbranche hat an Daten Interesse. Man kann sagen, Hunger. Okay? Auch an mehr, als sie selber haben. Da könnte so eine Datenökonomie entstehen, wenn man denn auch was miteinander aushandeln oder handeln würde, was man ja im Moment ungern tut. Die International Data Space Association, IDS, hat sich überlegt, wie mache ich das, dass ich die Türen öffne für den Austausch auch sensibler Daten, auch von Ihren Spritzgussmaschinen. So, also Sie bleiben jetzt mal Spritzgussmaschinen-Anwender für meinen Vortrag, danach machen Sie wieder einen normalen Job. So, oder es passt zufällig. Da haben sich also fast 100 Firmen inzwischen zusammengesetzt und haben sich überlegt, was müssen wir miteinander regeln, aus allen Branchen, wie Sie sehen. Einige von Ihnen sind ja auch Mitglied. Die Telekom auch, wir sind da oben in der Mitte.
Was müssen wir eigentlich miteinander organisieren, damit wir auch sensible Daten kontrolliert miteinander tauschen können, handeln können, verkaufen können, vielleicht gegen Geld. Kann ja sein, wenn das der Wert für den anderen da ist. Der Leitgedanke darin heißt Datensouveränität, das heißt die kontrollierte Austausch und Nutzung von Daten. Die implementieren das dummerweise nicht, die denken und malen Konzepte und Architekturen, das heißt, da ist hier sowas wie eine Referenzarchitektur entstanden, hier nur ein kleiner Ausschnitt, wo man bestimmte Rollen beschreibt, da hat der Consumer Data Provider, Identity Provider, Broker, also welche Rollen brauche ich eigentlich oder welche kommen davor, wenn ich sowas aufziehen möchte und wie organisiere ich das miteinander. Die Telekom hat sich einen Ausschnitt daraus genommen, hat gesagt, die IH steht für Data Intelligence Hub, wir implementieren jetzt mal was, sind doch noch andere, die was implementieren, wir haben gesagt, wir bauen mal mit diesen Elementen einen Datenmarktplatz, also einen Datenhandelsplatz, so eine Art Wochenmarkt für Daten, wo man seinen Stand aufmachen kann und sagt, hier, ich biete jetzt mal so ein paar Otto-Daten an von, ich weiß nicht, was sie jetzt gerade zufällig da im Angebot hätten, aber sie sind ja selber Händler, können mal so ein paar Sonderangebotsdaten oder ein paar wertvolle Daten anbieten, von denen sie sich vielleicht trennen möchten, beziehungsweise die sie scheren möchten. Also wir implementieren ein Data Intelligence Hub Ökosystem dafür. So, und das sieht dann so aus, dass wir sagen, so, wir bauen einen Marktplatz. Und weil so ein Marktplatz alleine meinen Kollegen zu langweilig war, weil die auch Data Scientisten arbeiten wollen, machen wir noch so eine KI-Werkstatt da dran. Ein Workspace, alles schön sicher in der Cloud. Können Sie sich so vorstellen, wenn Sie mit Ihrem Auto in so eine Leihwerkstatt fahren, dann sind da alle möglichen Maschinen und Profimaschinen schon drin. Und da ist auch genug Platz, dass Sie Ihr Auto hoch und runter fahren können. So ist das hier für den Data Scientisten auch. Da sind schon Werkzeuge drin, die kann man benutzen. Ich zeige Ihnen nachher mal ein paar von denen, die wir da verfügbar gemacht haben. Und man hat so seinen abgeschlossenen Raum, da ist man noch ganz sicher. Also man braucht nicht groß Tools kaufen, man kann also da reingehen und sagen, ich gucken, was ich auf dem Datenwochenmarkt eingekauft habe, bringe ich damit rein, lade meine eigenen Daten dazu und modelliere mal meinen eigenen Use Case, zum Beispiel mit Jupyter oder so. Und man kann, wenn man da ein schönes Modell rausbekommen hat, das hier möglicherweise auch wieder anbieten oder verkaufen, einen kleinen Wettervorcast für Berlin Wedding oder sowas, könnte man sich ja vorstellen, irgendwas Lokales. Also man kann damit spielen. Die Extras, die wir damit eingebaut haben, damit man das auch mit sensiblen Daten macht, sehen Sie jetzt da unten. Das erste ist Sicherheit. Es geht darum, einen sicheren Datenaustausch zwischen den Unternehmen zu organisieren. Das heißt, wir haben eine ganz klare Identität von dem Spritzgussmaschinenbesitzer und von dem anderen und wir wissen dann, dass die Daten nicht zwischen ihnen sichtbar werden sollen. Das nennt sich Datensouveränität. Der Dateneigentümer sagt, wer darf meine Daten sehen und wer darf sie nicht sehen. Wir haben das mal versuchsweise pilotiert mit Salzgitter und ThyssenKrupp zum Thema Materialdaten. Die sind beide Mitglied in dem International Data Space. Und denen war wichtig, wir könnten mit den Materialdaten da, könnten wir so einen Service geben, aber der andere darf die auf keinen Fall sehen. Das ist genauso ein Use Case nach dem Motto, man könnte gut was mit den Daten machen, wo auch beide was am Ende davon haben. Aber man möchte sicher sein, dass der, in dem Fall der Mitbewerber, nichts über entsprechende Qualitätsdaten der eigenen Produkte sieht. Das geht, indem man mit Datensouveränität so Kontrollmerkmale implementiert. Neutralität ist auch ein wichtiger Punkt. Deutsche Telekom ist kein Spritzgussmaschinenhersteller und auch kein Spritzgussmaschinenbetreiber. Das heißt, sie können die Daten, ohne dass wir ein Konkurrent oder Mitbewerber in den meisten Branchen sind, außer Telekommunikationsbranche, können sie... kann man die Daten uns sozusagen als neutralem Broker, neutralen Datenmarktplatz anvertrauen. Und das Anvertrauen führt mich zurecht zum Thema Vertrauen. Wir packen die auch nicht an. Das heißt, wir analysieren dann nicht, wenn Sie jetzt die Spritzgussmaschinendaten bei uns da reingelegt haben und der andere auch, ein neutraler Dienstleister macht daraus vielleicht einen tollen Predictive Maintenance Service. Also wir gucken als Telekom da dann nicht rein und machen da nochmal irgendwie ein Extrageld davon. Also auch das ist ein wichtiger Punkt, das heißt die Extras da unten, Sicherheit, Neutralität, Datensouveränität und Vertrauen sind Merkmale, die ich brauche, um einen Datenökonomie, Datenhandelsplatz so zu gestalten, dass dort auch sensible Daten aus den Tresoren genommen werden und, sage ich mal, mit der gebotenen Vorsicht möglicherweise zunächst, aber mit der gebotenen Umsicht angeboten werden können und damit verfügbar gemacht werden können für wertstromtreibende Analytics, Insights, was immer Sie dort gebrauchen können. Nochmal im Detail, wie stelle ich mir das vor oder wie wird das funktionieren? In der Mitte haben wir diesen Marktplatz mit dem Datenbereich, dem Workbench-Bereich, dem Analytics-Bereich,
der ist offen zu beiden Seiten. Das heißt, es können Datenprovider, genauso aber Werkzeugprovider, ihre Daten und Werkzeuge dort verfügbar machen, und die Consumer, die dann da entsprechend die Nutzung vorsehen für sich, die entweder Daten sich herunterladen möchten oder die in dem Workspace arbeiten mit den dort verfügbaren Tools, würden das entsprechend benutzen. Also ganz normale Provider-Consumer-Plattform, wenn Sie so wollen, nur eben für diesmal für sensible Daten aller Art, für im Prinzip für alle Branchen. Gibt es überhaupt gar keine Einschränkung im Moment. Moment, ich wollte einen Blick in die Werkstatt machen. Wir haben jetzt am Anfang, wir sind ganz als ganz kleines, mit einem ganz kleinen, mit einer ganz kleinen Erstversion jetzt in der Beta-Version live gegangen, vor wenigen Wochen, Ende September. Da haben wir jetzt, ich glaube, RStudio drin und Jupyter läuft als erste Tools. Weitere Tools sehen Sie da kommen rein, Cloudera und andere. Und es sind eine ganze Menge von Libraries hochgeladen worden. Also wenn Sie so wollen, ist das so eine Art Sofortspielfeld für Ihre Data Scientisten, können die gerne mal ausprobieren. Was wir im Moment an Daten drin haben, sind vorwiegend Open Data, die wir von verschiedenen Quellen geharvestet haben und suchbar gemacht haben, sodass man hier jetzt gucken könnte, ob mir bestimmte Daten schon da was helfen. Aber das ist eigentlich erst der Anfang, weil die richtig sensiblen Daten, die wir jetzt nach und nach dort mit verschiedenen Partnern hineinbringen wollen, die sind noch nicht drin. Wir sind also ganz am Anfang. Was ich Ihnen gebe, ist eher ein Ausblick, ne? Sozusagen vorweihnachtliches Geschmäckle, was dann ab Januar wird das dann richtig ernst. Zwei Folien noch. Wir erkennen, dass das in den verschiedenen Branchen jetzt so funktioniert, beginnt zu funktionieren, dass man sich so miteinander ins Benehmen setzt. Mensch, ähnlich wie Salzgitter oder Thyssen oder vielleicht auch jetzt die Spritzgussmaschinenbetreiber, dass sie sagen, oh, wenn ich so eine Infrastruktur habe, dann lass uns doch mal was ausprobieren. Das heißt, wir sind im Moment auch mit den Firmen des International Data Spaces unterwegs, den einen oder anderen Use Case zu unterstützen und auch zu implementieren. Und falls man mich im nächsten Jahr wieder hier einladen sollte, lässt sich da vielleicht dann eine andere Geschichte erzählen, nämlich welche Use Cases bis dahin sich verbreitet haben. Und das entsteht hier im Umfeld von Gebäuden, von Städten. Städte hat hier ein kleines Beispiel, ein Logistikmaterial. Aber wir haben auch aus allen anderen jetzt Interessenbekundungen. Versicherungen und Banken haben, Energie hat angefragt, Gesundheit, Medizin, sehr kniffliges Umfeld, weil eben da die Daten besonders reguliert und geschützt sind. Aber überall da gibt es jetzt Ideen, erste Ideen, damit könnte ich was machen. Und so, also der Leitgedanke, sowas wie Datenökonomie entsteht zuerst in Branchen und dann erst branchenübergreifend. Und wir gehen davon aus, dass das ab jetzt so langsam passiert und wir möchten das mit unserer neutralen Datensouveränitätsinfrastruktur unterstützen. Summary, Datenhandel macht reich. Ne? Wenn man das als Datenhanse sehen würde, das ist Lübeck. Lübeck ist die Gründungsstadt der Hanse im Mittelalter. Sie wissen, wie die Hansestädte damals schweinereich geworden sind. Also wenn Sie ein Unternehmen sind, das was mit Daten macht, sollten Sie mittelfristig überlegen, ob so eine Datenhanse für Sie nicht auch eine Überlegung wäre, um einfach reicher zu werden als die keine Datenhanse-Städte Unternehmen sind. So, das war meine Geschichte. Vielen Dank.